Servus, liebe Judo-Freunde. Heute bin ich mal wieder beschäftigt. Ich miste mal wieder den Pferdestall gründlich aus und muss auch Heu auffüllen. Und den Hühnerstall könnte ich noch mit ausmisten. Schließlich habe ich heute frei. Da muss man was arbeiten. Und ja, dazu nehmen wir heute mal den IHC. Warum? Ganz einfach. Heu muss ich auffüllen. Der Kibbe ist aber noch belegt mit dem ganzen Unkrautzeug, das wir letztens aufgeladen haben. Vorm Abo-Spezial übrigens, danke nochmal, es hat ja super geklappt. Die 2000 haben wir ja dann noch erreicht. Also es war ja kurz vorher, habe ich noch gedacht, ups. Aber es hat gepasst. Ja, wie gesagt, wir nehmen heute dafür den IHC. Weil derweilen, ich muss Heu auffüllen. Und nachdem der Kibbe belegt ist, nehme ich den Radlader mit der Mulde, da kriege ich auch ein bisschen was rein. Dann kann ich das lose Material wieder schön hintereinander fahren, weil ich eben noch oben loses Material habe. Ja, und da muss der IHC sowieso raus. Und dann kann ich den gleich zum Verfahren nehmen. Dann passt es auch. Ja, nochmal zum Anlassen vom IHC im Winter. Also im Sommer braucht es das normalerweise überhaupt nicht bei uns. Da langt es, wenn man ein bisschen vorglüht. Das mache ich immer, um den Motor zu schonen. Ja, wie gesagt, beim Abonnenten-Spezial kamen noch einmal ein paar Stellungnahmen da dazu. Ja, der springt doch ein wenig schlechter an. Oder ja, der hat bloß, also es kamen welche, die haben gesagt, die haben überhaupt kein Problem. Und es kamen aber auch unrunde Antworten, dass es doch ein wenig Probleme gibt. Also bei uns ist es ja wie gesagt so, bei dem D239 Motor von uns ist hier eine Handfahrerpumpe verbaut. Also wie gesagt, die einfach dreimal betätigen. Zack, dann ist ein bisschen Diesel vorgepumpt, dann fördert er leichter, dann steigen wir auf den Schlepper rauf. Ups, da ist wieder keine Luft. So, dann sind wir auf den Schlepper drauf. Dann habe ich hier oben den Stoppschalter, also wenn es jetzt im Winter recht kalt ist, kann ich den halb rausziehen, habe hier meinen ersten Widerstand und wenn ich ihn ganz rausziehe, würde ich normal den Motor abstellen. Halbe Position heraus, glühe dann ein bisschen vor, also wärme quasi die Ansaugluft vor. Und das ist wie gesagt die Startmenge, die ich hier schalten kann. Da spritzt er ein wenig mehr ein, dann zieht er da auch ein wenig besser. Ja, jetzt ist Sommer, wie gesagt, da braucht er nicht so lange. Und dann hört man schon, der läuft unrund, dann einfach rein. Und schon ist er da. Also wie gesagt, geht wunderbar, funktioniert tipptopp, überhaupt kein Thema. Und schon läuft der Motor. Den müssen wir jetzt natürlich ein bisschen rangieren. Sonst schleift der Reifen gleich an der Mauer. Also der Reifen von der Rohre, das wollen wir nicht. So, ich habe bloß schnell die Abstellstütze noch hoch. Und dann fahren wir mal mit dem Hänger schnell außen rum. Und stellen uns wieder hinten ran. Weil wie gesagt, im Sommer funktioniert das ja ganz gut. Da kann ich schön hinten ranfahren. Da ist der Boden so weit fest, dass der Schlepper trägt. Und da ist das Ausmisten natürlich ein bisschen einfacher. Da brauche ich nicht von mir mit meinem Mistboy da, mit meiner Mistschaufel durch den Offenstall hin und her. Geht auch deutlich schneller. Das war im Winter meine Winterkuppel,
war totale gerade Landschaft. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere daran erinnern kann. Die sah ja schlimm aus. Ja, und mittlerweile ist das Ganze wieder richtig schön grün. Ja, abstellen. Also das da, der war, was hier unten jetzt alles ein wenig an höherem Gras zu sehen ist, das war meine Winterkoppel. Das war ja einzige Kraterlandschaft, das war ja alles total zusammengetreten von den Pferden. Und ja, ich habe da im Frühjahr dann mit der Egge quasi ein wenig abgezogen, mit den Spitzen nach unten. Habe den Boden ein wenig eingeglättet und habe anschließend bei Hand dann ganz einfach meinen Rasensamen da, besser gesagt meinen Pferdekoppelsamen gestreut. Und ja, wie man sieht, hat wunderbar funktioniert, ist wieder richtig schön gekommen. Da steht wieder richtig ordentlich Gras da. Ein bisschen lasse ich es noch wachsen, die Koppel muss jetzt dann wieder versetzt werden. Wie man sieht, die ist ja schon wieder ziemlich abgefressen. Also da waren sie dann nach dem Winter, oben drüber dann noch einmal. Da waren sie jetzt zuletzt und jetzt ganz oben, wo man jetzt sieht, das ist die aktuelle Koppel, die muss jetzt dann noch weiter auf, beziehungsweise rüberwärts Richtung dem Kirschbaum. Dass die Pferde wieder anständig was zu fressen haben. Ja, und was dann hier noch ein wenig wächst, lustigerweise, ich habe Hafer gefüttert bei den Pferden und ja, mitten in der Wiese drin wächst hier Hafer. Ja, Hafer wäre auch immer sowas, was ich gerne mal anbauen würde. Hätte ich mal richtig Lust drauf. Aber da fehlt mir aktuell der passende Boden dazu, weil der Vater will kein Hafer. Aber ich schon. Weil er sagt, es gibt viel zu viel Material. Viel zu viel. Ja. Jetzt trauen wir den Mist raus. Das Häufchen habe ich gerade zusammengekratzt. Kommt dann wieder auf die Lore. Das ist das Zeug von draußen. Und also natürlich nicht alles vor einem Mal draußen. Ne? Also nicht, dass jetzt hier jemand denkt, ich habe so viel Scheiße da draußen im Ofenstall liegen gehabt, um Gottes Willen. Nee. Ich mache jeden Tag sauber und das, was jetzt hier drin liegt, das mache ich jetzt da mal richtig, richtig gründlich von hinten. Also blitzeblank rausgeputzt wieder, wie immer. Und ja, weil die Lore eh gleich voll ist, fahre ich sie rum. Normalerweise trage ich sie immer aus. Und wenn die fast voll ist, dann kratze ich hier innen zusammen und außen zusammen. Und dann von hier aus und vom Heuhaufeln das letzte Mal war hier noch gelegen. So ein bisschen loses Material, das habe ich auch gleich mit hier reingekratzt. Das kommt damit weg. Und Heuaufeln muss ich ja sowieso, muss ich hinten ranfahren. Deswegen dann heute ganz normal von hinten. 8 zum Thema Schwalben übrigens. Die Nester sind angenommen worden. Also zumindest das eine hier drinnen im Stall. Und ich habe gerade Junge drinnen gefunden. Oder gesehen. Ich habe da, wie die Elterntiere nicht da waren, vorsichtshalber haben wir vorsichtig die Kamera reinkalten. Und habe da in dem Nest 4 Junge und noch 3 geschlossene Eier gefunden. Ja, die Elterntiere sind fleißig unterwegs, die fliegen hin und her. Und holen für die Jungen Futter. Ja, und wie gesagt, also ich bin echt begeistert. Es ist richtig schön, dass ich da jetzt hier mit Schwalbenkuchen drin habe. Das Nest gehe ich natürlich nicht ständig ran. Um Gottes Willen, ich will sie ja nicht vergreifen. Ich war einfach nur mal zum Schauen. Schon mal ausprobiert, ob ich
weiß, ob das funktioniert. Ja, deutlich besser. Ja, ob ich weiß, ob das funktioniert mit dem Meeresspüle gemischt. Dann habe ich gesagt, ja. Oder habe ich gesagt, ja. Ich habe es ja probiert. Und es kam auch die Frage, was das für große Pflanzen zwischen die Kartoffeln sind. Ja, diese großen Pflanzen, die man da gesehen hat, das waren Sonnenblumen. Am Ende von dem Video hat man ja gesehen, da waren sie dann nicht mehr da. Also der Großteil ist rausgezupft. Den Großteil davon habe ich weggezupft. So schauen die Kartoffeln jetzt aktuell aus. Ja, und die großen Pflanzen sind, wie gesagt, so weit weg. Ich meine, klar, überall kommt noch ein bisschen Unkraut raus. Aber das, was ihr da gesehen habt im Video, am Anfang vor allem, das war das da. Das sind Sonnenblumen, die sollten ja eigentlich nur da wachsen. Aber beim Säen hat der Vater das da mitgesät. Und die Kartoffeln sind erst danach hier angepflanzt worden. Und die Sonnenblumensamen, die in der Erde waren, die sind natürlich aufgegangen. Ja, so die Süßkartoffeln noch einmal. Also wie gesagt, die sind auch gekommen. Das. Da war die Maschine verstopft, auf der Seite war mein Bruder gesessen und da hat es nicht funktioniert. Da ist dann erst wieder eine. Da. Das da ist schon wieder Unkraut. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen Zeit gehabt und habe den ganzen Plunder mal rausgerupft gehabt. Ja, und so sieht es halt jetzt aus. War ja wie gesagt am Donnerstag gemacht. Ja. Die ganzen Stellen, wo Lücken drin sind, das kam wirklich daher. Also wir haben mit der Maschine gearbeitet und ja, in die Teller oben drin, die Süßkartoffeln gerade, die waren dann immer recht groß. Und ab und an ist es passiert, die ist nicht einfach durch das Loch dann runtergefallen, sondern ist hängen geblieben, hat den Teller blockiert. Und bis du dann vorne den Fahrer so weit geklärt hast, dass er stehen bleibt, konnte es schon mal passieren, dass halt dann so kleine Lücken, dass er mal einen halben Meter weitergefahren ist. Deswegen haben wir da Lücken. Hätte ich, wie gesagt, per Hand auffüllen können. Habe ich nicht gemacht. Naja, gut. Hinterher ist man immer schlauer, aber ach, gegen die drei Kartoffelpflanzen, die ich dann vielleicht nicht habe, tue ich mich nicht ab. Ja, ab und an ist da noch mal keine aufgegangen. Sowas kommt auch vor. Die Dämme waren nicht so toll am Anfang. Jetzt sieht es natürlich besser aus. Das sieht man schon. Ja, wie gesagt, Insekten schwirren rum. Wir haben Bienen. Wir haben Hummeln hier. Also, mein Mittel hat da wunderbar funktioniert. So weit, so gut. Das war eine befallene Pflanze, die hatte was. Moment, wo war denn noch so eine, die recht extrem war? Da ist es ja gar nicht so auffällig. Die da zum Beispiel. Die ist ja recht angefressen hier. Und ja, da hängt jetzt noch eine. Der Kartoffelkäfer ist total vertrocknet. Also die Pflanzen sind so weit frei. Und das war ja der Sinn und Zweck. So sollte das Ganze aussehen. Ein Zuschauer hat jetzt dem Abonnentenspezial gefragt, ob er den Bagger auch mal zeigen kann. Ja, das ist so eine Bagger da. Das ist ein alter Pelzjob. Und eine Mini-Bagger gehört zu unserer Baumaschinenvermietung dazu. Ja, nichts Besonderes. Wir haben drei verschiedene Löffel. Einen breiten Grabenlöffel, den mittleren und einen schmalen. Ja, ist halt eine kleine Mini-Bagger, nichts Besonderes, wie gesagt. Was ist schon groß dran? Der hat einen Einzylinder, hat Dieselmotor drauf. Den hat mein Vater damals eingebaut. Ja, wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Ja, wie klingt das Ding? Wie gesagt, das ist ein Einzylinder,
Hatzmotor. Leim habe ich vorgeglüht worden. Das Ding ist auch schon jetzt ein wenig älter, ich glaube irgendwann Baujahr in die 80er war der. Den hat er damals relativ günstig gekauft. Ja, und dann halt im Ganzen wieder hergerichtet. Gab auch mal Zeit, da sah der richtig gut aus in dem Blau. Mittlerweile ist er halt schon wieder recht runtergeranzt. Ich meine, ist halt eine Arbeitsmaschine. Schade ist halt immer, mancher Leute, die leihen sich das Zeug aus und dann steht es da draußen in der Prärie und das wochenlang im Regen, im Dreck und voll gesifft und naja, die letzte Baustelle, wo er war, ich sag da gar nichts dazu. Das ist halt wie es ist. Das überlasse ich aber meinem Vater, da habe ich nichts weiter dazu zu sagen. Sei Baumaschine auf Vermietung. Ich mache jetzt, wie gesagt, ein wenig anders. Aber ja. Das ist auf alle Fälle der Bagger. Ich hoffe, ich habe da den mit dem Zuschauer Genüge getan, so schaut das Ding aus. Einen Arbeitsscheinwerfer da und einen Arbeitsscheinwerfer hier unten. Ja, wie gesagt, Gashebel. Ist ja nichts dran an dem Ding zum Erklären. Ist halt einfacher als Baggeller. Und für die Betriebsstunden. Was der Zähler aktuell sagt, für alle, die es interessiert, ja, mehr gibt's zu dem Bagger, wie gesagt, nicht zu sagen. Da noch einmal im Ganzen. So schaut er aus. Und da habe ich, wie gesagt, da noch ein paar Schaufeln dazu. Nichts Großartiges. Wie gesagt, wir haben da noch Rüttelplatten, wir haben da noch Stampfe, wir haben eigentlich ein Bomark-Walzen, eine Handwalze, also eine Handwalze, eine große Tandemwalze, zwei Walzen. Nennen Sie, wie es das magst. Einfach einer mit zwei Rollen mit großem Motor drauf, ein Vibrationswalzen. Ja. Und sonst gibt es da nicht mehr zu sagen. Und dann hat noch ein Zuschauer gefragt, ob ich nicht einmal die Kehrmaschine zeigen kann. Ja, bitte. Wer sie sehen will, ist eine Schörling. Das werden wir jetzt nicht viel erkennen, da ist recht dunkel. Das ist auch noch von den Rüttelplatten. Das ist ein Stampfe, das ist noch ein Stampfe. Ja, das ist so eine Kehrmaschine. Den Glasbruch vorne in der Scheibe nicht beachten, den hatten die Vorbesitzer schon. Die hat ein paar Zusatzscheinwerfer drauf, weil die auch im Winterdienst laufen könnte. Wir nutzen sie aber nur als Kehrmaschine. Die ist aber aktuell nicht fahrbereit oder ja, bedingt fahrbereit, weil sie einen Motorschaden drauf hat.
Wird auch irgendwann nochmal repariert. Hier mal das ganze Ding von innen. Mit den ganzen Schalterchen. Ja. Für jeden, den es interessiert, hat er Druckluftbremse, das Ding. Momentan aber kein Druck drauf. Ja, die hat einen VW Industriemotor drin. Und ja, der Motor ist kaputt. Die lässt einen Haufen Öl an die Kolben vorbei, aber das sind nicht nur die Kolbenring, sondern das sind die Kolben selber schon kaputt und die Laufbuchsen und das Zeichen, Zylinder. Ja. Naja. Gehört alles gemacht vor dem Herbst, weil wir brauchen das Ding immer zum Straßkehren draußen. Ja, die hat dann hüben und drüben am Besen. So kann man sie aufmachen, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gehen, da wird mein Auto jetzt gleich im Weg sein. Ja, geht sehr gut. Da sitzt dann die Turbine drin. Insofern, dass man irgendwas erkennen kann. Moment. So. Bis zum Herbst muss er dann laufen. Und dann gibt es bestimmt noch einmal ein Video von der Kehrmaschine. Weil dann ist es eigentlich fast tagtäglich so, dass wir mit dem Ding unterwegs sind. Jetzt im Sommer steht sie eigentlich nur, da wird sie nicht gebraucht. So. Jetzt füllen wir noch Heu und Stroh auf. Wie gesagt, ich hole das lose Material. Ja, die erste Mulde loses Material habe ich gerade geholt. Kann ich jetzt damit nicht rasen, sonst habe ich alles verteilt, das wollen wir ja auch nicht. Soll ja in der Stall. Heu ist wertvoll. Vorher stand nicht ganz so viel da, es war hauptsächlich lange Gräser. Aber der ganze Klee und die feinen Blüten und das Teig und das Kramagraszeug, was normalerweise dazwischen aufgeht, das hat man nicht. Deswegen muss man jetzt damit wirtschaften. Ein bisschen sagt der Haushalt damit. Die erste Ladung ist oben. Wie gesagt, das ist nur loses Material. Das muss ja aber auch einmal weg. Und ja, da mache ich es halt einfach so. Da kriege ich es dann auch schön in den Stall rein. Und in meinen Nebenraum, weil dann, wenn ich durch den Stall durchgehe, da habe ich Sauerei nicht überall. Ist wie gesagt immer nicht ganz so schön, das lose Material aufzufüllen, aber das habe ich halt auch. Also es ist immer ein bisschen Reste übrig. Und das ist wie gesagt vor allem vor die Niederdruckbüschel noch ein Haufen, was rumliegt. Und dann fülle ich es doch so auf. So, der erste Schwung ist weg. Nächste Ladung.
So, nächster Schwung. Also ich schätze, zwei, dreimal werde ich noch fahren müssen. Dann müsste ich wieder genug oben haben, aber bei einem Strohbrei auf jeden Fall wieder. Und ja, hui, war ich noch eins, naja, zwei oder drei Mulden vielleicht auf da. Besser ist es, lieber habe ich wieder ein wenig mehr oben. Da komme ich immer zeitlang hin. Ich meine, das lose Material ist nicht so viel wie gepresste Ballen. Gepresste Ballen, das hält normalerweise immer fast drei Wochen, wenn ich voll habe. Aber mit dem losen Material, also ich habe jetzt 10, 1,5 Wochen, dann ist das fort. Bei den Hühnern habe ich auch gleich den Mist mit weggenommen, Biomüll habe ich noch was wegzufahren gehabt. Ich lasse jetzt bei denen da noch das Wasser reinlaufen. Und dann war es das heute schon wieder. Mehr war es nicht. Wie gesagt, halt bei täglicher Arbeit. Jetzt habe ich die Lore Rinder gefahren, weil sie eh fast voll waren, weil ich Biomüll hatte. Da bietet sich's immer an. Wenn ich sonst täglich meinen Mist austrage, dann mache ich das nicht. Sonst eigentlich nur zum Großen ausmisten, aber durch die Pferde, dass die ja immer reingehen, muss das jeden Tag. Dann trage ich es normal immer dadurch. Stört auch weniger meine Schwalben, weil die sind nicht sonderlich begeistert, wenn man sie ärgert.
und ständig da hin und her muss, aber Heu war ja auch aufzufüllen. Von daher hat sich's angeboten. Ja, wie gesagt, ich fülle jetzt hier noch die Badewanne und die zwei Mattelkübel. Und so, dann sind wir wieder fertig. Wie gesagt, das Mal war es halt mehr einfach nur so die Alltagsarbeit, die ich gehabt habe. Nichts Besonderes. Wie gesagt, die Kehrmaschine und den Bagger schnell gezeigt. Ja, wie gesagt, aber sonst das Übliche. Ich hoffe in diesem Sinne, dass es Spaß gemacht hat. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal am Freitag um 16 Uhr. Servus bis dahin.